Oh, nein, 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 was? Was? Nein! Nein! Hey Leute, Wado hier und willkommen zu einer weiteren Folge von Tourmaul. Mir ist ein großer Fehler passiert. Und zwar habe ich Folge 2 aufgenommen, aber mein Mikrofon hat nicht aufgenommen dabei. Deswegen ist Folge 2 nicht nutzbar für euch, was ein bisschen ärgerlich ist. Ich würde euch jetzt aber trotzdem auf den aktuellen Stand bringen. So krass viel ist jetzt auch nicht passiert, wie ihr seht. Das Geld ist ungefähr gleich. Ich habe ein paar Upgrades gemacht. Sachen, die ich geupgradet habe, sind sehr, sehr, sehr gering tatsächlich. Ich habe die Breite meiner Rohre verbessert, das heißt, die pumpen jetzt mehr Öl. Ich habe die Tiefe der Wünschelrutengeist verbessert. Das heißt, die sehen jetzt Öl was tiefer ist. Ich habe die Geschwindigkeit von denen verbessert. Das heißt, die finden das schneller. Das heißt, ich muss weniger warten. Ich kann jetzt theoretisch hier im Saloon, der dazugekommen ist, kann ich mit einem der Dudes, denen diese Läden gehören. Ich habe übrigens auf der rechten Seite auch einen Laden. Also ich habe jetzt auf der linken und auf der rechten Seite einen Laden. Die Folgen von Danny Jesten gucken, die werden wahrscheinlich das schon kennen alles. Und hier kann ich halt den halt, ich kann die quasi bestechen. Und dann fällt der Preis nie unter einer bestimmten Summe. Was ganz cool ist. Aber ich hatte mit dem Geld, mit dem Preis, wie gesagt, auch nie ein Problem. Und jetzt gehen wir bohren einfach. Was heißt bohren? Graben. Wir graben und bohren. Die Scheiße. Und jetzt machen wir ganz viel Geld. So. Oh, jetzt können wir auch endlich vorspulen. Ich habe in der letzten Folge mich dauernd gefragt, wann kann ich endlich vorspulen? Und jetzt kann ich vorspulen. Und jetzt gehen die Level auch ein ganzes Jahr. Okay, das ist interessant. Nur wenn ich da drauf drücke. Ja, okay. Da hat er hier schon was gefunden. Da bauen wir auch mal was. Direkt. Zack. Gehen leicht runter. Ich habe gesagt, ich soll nur leicht runtergehen. Ich bin nur viel zu krass runtergegangen. Und deswegen gehe ich jetzt nur leicht runter. Zack. Und wir versuchen das Ganze tatsächlich ein bisschen klüger anzugehen. Okay, hat was gefunden. Sehr gut, dann gehe ich jetzt direkt schon mal mit dem Pferd. Aber ich mache erstmal ein Silo auf. Ich glaube, das macht noch keinen Sinn. Okay, der hat auch was gefunden. Ist es dieselbe Quelle? Ist wahrscheinlich eine ganz andere Quelle. Ich mache lieber noch ein Pferd. So. Sicher, sicher. Und jetzt hoffe ich, dass die ein bisschen das Öl sammeln. Ich verkaufe es halt noch nicht, weil die Preise halt richtig, richtig räudig sind. Aber wenn ich jetzt hier kein Öl finde, nach hier runter, dann muss ich tatsächlich mal was verkaufen. Weil ansonsten habe ich einfach keinen Fortschritt. Ich will ehrlich gesagt nicht für so einen schlechten Preis das Öl verkaufen. Okay, dann gehen wir jetzt auf den Speed-Up und gucken, wo der Preis gut ist. Ab 80 Cent verkaufe ich. Ist so eine Regel von mir. Ab 80 Cent kann ich verkaufen. Das finde ich okay. Da geht es viel höher, geht viel höher. Okay. Mehr. Ich brauche auch mehr Pferde jetzt langsam. Der Preis ist nämlich richtig gut jetzt. Pferde, okay. So, ein Pferd. Zwei Pferde. Mehr. Oh Mann, ich habe das Gefühl, dass ich ab jetzt langsam anfange zu strugglen. So, die Folge, die ich aufgenommen habe, die verloren gegangen ist, ist nicht alles so flüssig. Ich hatte null Probleme. Ich habe übrigens auch aktuell ein bisschen Angst, Sachen abzugraden. Und was noch liegt, dass ich die Folge von Danny Jesten geguckt habe, die letzte. Für die Leute, die nicht gesehen haben, Danny Jesten spielt auch dieses Spiel und der ist mega verschuldet aktuell. Und ich denke mir ganz oft, oh Scheiße, Alter, was machst du, wenn dir das passiert? So, wie kommst du aus der Schuldenfalle raus? Und ich habe mega Angst, so halt mich krass zu verschulden. Oh, wieso dampft das so? Oh, nein! Mehr Pferde! Nein, ich habe gar nicht aufgepasst, Alter! Rechts hin! Was? Ich habe nicht aufgepasst. Ich war so gedankenlos auf den Typen mit der Wünschelrute am Verfolgen. Nein, Alter. Oh Gott. Hier soll was sein. Wo denn? Bitch, wo soll das sein? Oh, da. Gefunden. Oh, perfekt. Okay, hier kann ich jetzt ein bisschen verkaufen. Und gehe hier mal runter. Ich gehe mal ganz tief runter. Vielleicht zu weit. Vielleicht auch nicht. Oh Gott, ich habe Angst. Gefunden. Oh, okay. Upgraden auch direkt. Ja, geht aber halt noch mega lang. Ich suche halt nochmal. Okay, es läuft ganz gut tatsächlich. Ich bin halt nur so ein bisschen am Öl sammeln, statt eher am Verkaufen. Ich glaube, ich verkaufe mal. Oh, hier sind. Nein, verkauf nicht da. Fuck. Dumm. Ja, wenn ich vorhin von den Jesten gesehen habe und der hatte noch irgendwie gesehen, dass der Preis nicht gestiegen ist, hat halt so einen Fehler gemacht, wie ich jetzt gerade. Habe ich mir voll aufgeregt. Tut mir leid. Er wird nicht nochmal vorkommen. Ich werde mich jetzt richtig bemühen. Oh nein. Oh, fuck. Ich muss noch ein Silo, es geht nicht anders. Sonst läuft das hier über. Okay, es läuft aber tatsächlich ganz okay gerade. Nein, verkaufen, dann verkaufe ich jetzt. Ist mir lieber, als wenn es überschwappt. Nein, sprudel nicht rüber. Sprudel nicht rüber. Oh fuck, ich muss verkaufen. Das sprudelt sonst halt viel zu krass. Weil ich habe doch ein Silo. Zanke ich zu viel Öl und meine Pferde sind zu langsam. Ist das Ding, dass meine Pferde zu langsam sind? Der Preis ist zu scheiße. Ich glaube, meine Pferde sind zu langsam. Ich habe halt die maximale Pferdeanzahl. Und ich habe hier noch ein Silo, wo Platz ist. Nein. Come on, ich glaube, ich habe die Rohre zu krass. Ich habe die Rohre zu krass für das, was ich kann. Nein, sprudelt alles rüber. Nein. Komm und Pferde. Beeilt euch. Baut keine Scheiße. Nee, der Boden gibt noch sehr viel Öl. Also, aber ich habe halt alle Silos voll. Ich muss halt mal irgendwas verkaufen irgendwo. Fuck, verkaufe ich hier für einen Scheißpreis. Oh, ich muss noch ein Silo bauen. Im Grunde muss ich nur darauf warten, dass der Preis gut ist und verkaufen. Ich habe drei Silos voll. Ich habe genug Öl. Ich brauche im Grunde kein Öl mehr. Hier soll was sein, angeblich nein. Der Preis steigt. 90 Cent reicht mir. Ich habe so viel Öl gerade. Haut den Scheiß einfach raus. Über 1 Euro. Komm an, alles. Ist mir jetzt egal. Haut's raus. Mach mich reich. Mach mich einfach reich. Ich habe so viele Silos voll.
Ich weiß gar nicht, auf wie viel Geld ich jetzt kommen soll. Ich mache einfach mal vorspulen. Es passiert ja nicht so viel. Verkaufen uns jetzt. Okay. Oh, Alter, die Silos werden nicht mal annähernd abgebaut, weil ich halt immer noch so viel habe. Ich mache richtig viel Geld und rechts ist jetzt auch. Ich mache dann mal so halb-halb. Also da so ein bisschen. Halt, weil der Weg von den rechten Silos ist wahrscheinlich kürzer für die. Okay, rechts ist gewitscht. Rechts ist jetzt mehr. Rechts gibt mehr. Okay. Verkauf den Shit. Kriege ich überhaupt die ganzen Silos leer? Ich habe hier nicht mehr... Es geht ja nicht mehr so lange. Ich spule einfach vor, ist mir jetzt egal. Ich spule vor. Ja, soll ich kann halt nicht machen. Es läuft halt, soll halt überlaufen. Ich kann halt nur verkaufen, so wie gut es geht. Ich habe so viel Öl. Ich habe zu viel Öl gesammelt. Ich habe, glaube ich, zu gute Rohre. Und einfach zu wenig verkauft. Oh, ich fühle mich so schlecht. Als ob ich alles falsch gemacht hätte. Ich habe halt noch die fucking Silos alle voll. Meine Rohre sind zu gut. Meine Rohre sind einfach zu gut. Aber ich könnte halt mehr Geld machen, wenn ich die Silos ausgebaut hätte. Oder halt sonst irgendwas. Oder hier die Zeit ausgebaut hätte. Das mache ich beim nächsten Mal. Ich habe halt so viel Geld. Ich krieg die Silos halt kaum leer. Die Silos werden jetzt langsam leerer. So ganz langsam. Ja, ich habe halt das Geld. So oder das letzte Monat. Ist jetzt egal. Ich verkaufe jetzt einfach. Ich mache gar nichts mehr. Ich habe genug Gold. Im Grunde sollen es einfach... Wie sag ich Gold? Ich sag so oft Gold. Ich bin so aufgewühlt gerade. Ich verkaufe jetzt einfach alles. Ich mache gar nichts mehr. Ich verkaufe einfach noch und dann chill ich. Findet der vielleicht noch was? Ich weiß es nicht. Ansonsten verkaufe ich gleich noch was. Ich gehe jetzt einfach nur mal meine... Macht das Sinn? Das ist einfach Geldverschwendung. Das Geld ist so viel wert. Ich verschwende es nicht. Komm, ich verkaufe jetzt hier und das ist gut. Ich bin mega vorsichtig gespielt. Ich weiß, lame. Aber ich kann mir auf jeden Fall jetzt gute Upgrades holen. Ich kann mir Land holen. Ich kann im Grunde alles holen, was ich will. Das war einfach ein mega erfolgreiches Jahr. Deswegen, ich bin eigentlich zufrieden. Hätte ich noch was gefunden, wenn ich weiterhin rechts gegangen wäre. Nein. Ich habe jede Quelle ausgesiebt. Ich habe jede Quelle gefunden. Das war das Beste, was ich hätte machen können, eigentlich. Ich hätte nur meine Sachen noch... Ich hatte ja nicht mehr genug Geld, um was zu verbessern. Ich konnte nicht mehr machen. 32.000 war das Maximale, was ich an Gewinn hätte rausholen können. Ich habe so viel mehr geholt als alle anderen. So fucking viel mehr. Ich upgrade mal was. Oh, der hat auch Upgrades nicht geholt. Gar nicht so wenige tatsächlich. Ich muss den Timer, glaube ich, verbessern. Ist ein sehr wichtiges Upgrade, damit die nicht überlaufen. Ich muss die Größe der Silos verbessern. Die Silos sind einfach so voll. Wie viel brauche ich, wie viel kostet das denn, wenn ich jetzt losziehe? 2000, okay. Ich kann noch irgendwas verbessern. Was 10.000 kostet vielleicht. Möchtest du diesen netten Maulwurf haben? Er will dich graben, aber er ist irgendwie, hä? Was will ich mit einem Maulwurf? Und wir gehen jetzt nochmal Fettkohle machen, bestenfalls so viel wie eben. Die Tipps, die mir gegeben haben, haben anscheinend richtig was gebracht. Ich habe alle Ölquellen einfach gefunden. Ich kam mir so reich vor, Alter. Dem muss sagen, dank des Time-Upgrades dauert es jetzt länger, bis die Plattform überlaufen. Finde ich sehr gut. Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Hätte ich nämlich von alleine wahrscheinlich nicht gecheckt. Sarkasmus aus. Ich hätte es natürlich gecheckt. So, weil es völlig offensichtlich ist. Ja, danke. Okay, direkt eine Quelle gefunden. Sind wir drin? Ja, wir sind drin in der Quelle. Das heißt jetzt ein paar Pferde. Oh. Der Preis ist super gut. Ich habe jetzt auch mal direkt die Rohre, dass ich direkt sehr viel Kohle machen kann. Es dauert jetzt länger, bis es überläuft. Deswegen habe ich da ein gutes Gefühl tatsächlich. Der Weg ist einfach zu weit nach der rechts, aber es läuft halt gut. So, und wenn ich gleich kann, baue ich jetzt hier ein bisschen runter. Ist ein Pferd gesetzt auszusehen. Ich baue es mal hier weiter. Hier muss ja was sein irgendwo. Vielleicht ist es ganz unten. Okay, der Preis hier droppt nicht. Der bleibt weiterhin nice. Okay, er droppt. Okay, wir haben jetzt hier die Quelle gefunden. Okay, sehr gut. Der Preis bleibt weiterhin extrem hoch. Ich baue direkt mal noch ein Silo, weil ich weiß, dass das wahrscheinlich voll laufen wird. Ich mache die Pferde auch mal auf Maximum. Am Ende des Tages muss es halt eh auf Maximum sein. Deswegen ist es egal. Wir haben jetzt 13, 14, 15. So. Der Preis ist auch nice. Ich warte, bis er über einen Euro ist und dann gehe ich halt hoch. Oder ich warte jetzt einfach so, bis er über einen Euro ist und dann gehe ich all out. So, jetzt. Aber er findet halt nichts. Ist der Typ einfach abgehauen? Der ist mit seiner Route rumgelaufen, hat nichts gefunden und ist abgehauen. Oder wie soll ich das verstehen? Oder steht er irgendwo? Und die Pferde sind davor. Nee. Komm, wir gehen jetzt. All out. Ist ein guter Preis. Wobei, rechts steigt der stark. Der könnte rechts höher steigen. Ich habe ihn halt in der letzten Folge auf einen Preis von 1,40 teilweise gesehen. Und wenn er das Potenzial hat, nochmal auf 1,40 hochzugehen, dann will ich warten, ehrlich gesagt. Weil rechts steigt es halt. Wenn es höher steigt, ja, rechts ist jetzt gleich höher. Rechts ist höher. Okay, gut, dass ich gewartet habe. War tatsächlich smart. Und jetzt warte ich. Aber ich gehe noch nicht... Okay, der geht noch höher. Sobald er steigt, warte ich noch ein bisschen. Ich will das halt sehr taktisch angehen alles. Okay, er ist so hoch, der Preis. Raus, verkaufen. Aber ich finde halt keine Quelle mehr. Das macht mich so ein bisschen, Angst. Ich gehe einfach jetzt mal random hier hin. Vielleicht finde ich was, auf gut Glück. Wenn er nichts findet, dann finde ich vielleicht was. Der ist abgehauen noch jetzt. Der hat nichts gefunden, ist abgehauen. Als ob das die einzige Quelle ist. Ich suche auf gut Glück weiter. Das müsste ja eine riesige Quelle sein dann. Ist es aber nicht. Sobald die Quelle weg ist, habe ich voll das Problem. Du sollst irgendwas finden. Das kann nicht dein Ernst sein.
Ich gehe gleich sonst auf gut Glück einfach rechts irgendwo hin und geh runter. Ich habe noch das halbe Jahr Zeit. Ey, ich bin so richtig am Verzweifeln. Ich gehe jetzt noch hier hin und wenn ich auf dem Weg da nichts finde, dann werde ich kein Geld mehr verschwenden. Weil es dann einfach auch keinen Sinn macht. Wenn ich da keine Quelle finde, dann gibt es halt einfach nur die Quelle auf der Map. Es gibt hier noch eine Quelle. Es gibt hier noch eine fucking große Quelle. Das ist eine riesige Quelle. Wow. Verbessern, verbessern, verbessern. Das ist eine fucking gigantische Quelle. Alles verkaufen. Ab Dezember muss ich halt Panik verkaufen. Nee, eigentlich ab Ende November muss ich Panik verkaufen. Der Preis fällt aber gerade. Das ist sehr suboptimal. Da muss ich zum beschissenen Preis verkaufen, notfalls. Oh, das gefällt mir nicht. Okay, ich warte, bis der Preis steigt. Der Preis steigt rechts. Der Preis steigt links. Sind aber Ende. Ich muss jetzt anfangen verkaufen. Ich muss anfangen zu verkaufen. Ich muss gucken, wo er mehr steigt. Okay, ist beides gleich hoch ungefähr. Ich mache es so, dass die Wege kürzer sind, weil die Wege von rechts sind hier kürzer. Okay. Ist ungefähr gleich der Preis tatsächlich. Die Preise sind ungefähr gleich. So, dann lasse ich das so ausgeglichen. Wenn es ungefähr gleich ist, dann macht es ja keinen Sinn. Das groß. Okay. Komm mal, ich will jetzt einfach nur das Gold. Pumpt es leer. Pumpt die Scheiße leer, die ihr nur könnt. Aber bei links sind die Silos. Dreht, spawnen die dann ja die Silos. Ist der Weg kürzer. Oh, come on. Oh, come on. Der Weg nach links ist kürzer. Macht das da mehr Sinn? Ich habe hier die Silos halt noch voll. Oh, nee. Ich habe hier die fucking Silos noch voll. Mach das bitte noch weg. 30.000, nein. Also 30.000 ist gut. Aber ich hätte noch Silos voll, die mich locker noch auf 40.000 hätte geboostet. Ich hätte früher verkaufen sollen. Das ist halt das Problem, was man, glaube ich, lernen muss. Dass wenn ein Preis niedrig ist, dass man trotzdem verkauft, wenn man das Öl richtig einschätzt. Ich habe das Öl halt richtig schlecht eingesetzt. Ich glaube trotzdem, dass ich am meisten Geld gemacht habe von allen anderen. Mit Abstand. Ricardo hat sehr viel Geld gemacht. Es war eine erfolgreiche Folge. Kann ich anders sagen, war eine erfolgreiche Folge. Gib mir Tipps weiter in die Kommentare. Es läuft sehr gut aktuell. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin. Und ciao.